Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Tombi 2. Ich muss mal gerade hier noch was klicken, damit ich sehe, wie laut ich bin. So, ja, wir sind hier wieder in der Hölle und ich habe eben schon gedacht, der Zettel wäre weg, wo ich mir alles aufgeschrieben habe. Aber dem ist nicht so. Und zwar, was ist denn da jetzt passiert? Auf jeden Fall habe ich mir aufgeschrieben. Das macht mir gerade ein bisschen Angst. Tor über U-Bahn, das ist das da. Da wurde mir ein Kommentar zugeschrieben, aber ich weiß es nicht. Ich kann ihn irgendwann. Also jetzt kann ich ihn noch nicht aufmachen. Ich kann ihn zu einer bestimmten Zeit kann ich ihn aufmachen. Aber ich glaube, ich kann ihn aufmachen, wenn ich das Schwein getötet habe, was für diesen. Was für diesen Bereich zuständig ist, glaube ich. Es kann jetzt auch sein, dass es falsch war. Dann haben wir noch den Sack auf der zweiten Etage beim Schnee. Den konnten wir eigentlich aufheben, wurde mir gesagt. Ich war zu blöd dafür. Deswegen. Wie kamen wir denn nochmal zum Schnee? Ich weiß nicht, wie wir zum Schnee kamen. Haben wir den blauen Schlüssel? Ne, grün haben wir bekommen, genau. Aber ich glaube, wir müssen hier lang. Wir haben bestimmt sowieso nochmal irgendwie Kohle bekommen. Können wir sowieso mal hier hin. Oh, wie kam er denn nochmal zu dem Schneelevel? Scheiße. Ich gucke jetzt gerade erstmal nach, ob wir Kohle haben. Einen Eimer haben wir. Noch einen. Ah, den hätten wir auffüllen können. Scheiße. Überraschungsdreckkohle, genau. Dann würde ich sagen. Müssen wir hier hoch? Machen wir erstmal die Dreckkugel sauber. Mal sehen, was da drin ist. Wo müssen wir hier hin? Ja. So. Die Dreckkugel. Ja. Madistat. Ich glaube, das hatten wir schon mal. Unreines Hartton. Hartton? Hart. Kenne ich nicht. Ich hätte jetzt eigentlich mit 2 T erwartet. Also hartes Ton. Der hartes. Der Ton? Das Ton? Ach Gott. Das Ton ist es eigentlich, oder? Das unreine Hartton. Das. Der. Ich weiß es nicht. Okay, da. Nee, hiermit sind wir gefahren, genau. Judge Varud. Hiermit kommen wir zum Eis. Zum Schnee. Dann nehmen wir nämlich den Sack und geben dem Weihnachtsmann. Und dann haben wir schon wieder wahrscheinlich eine Aufgabe fertig und kriegen, denke ich mal, wieder eine neue. Wow, was ist denn hier jetzt passiert? Und ich weiß auch nicht, wie wir da hinten hinkommen. Müssen wir bestimmt runterfallen. Und ich muss niesen. Ach komm. So, hoch da. Und jetzt rein da. Schornsteinschuppen. Ach nein, ach, ich muss doch erst den dummen Sack holen. Oh, ich bin doch so doof.
Aber der Weihnachtsmann steht da. Oder Nikolaus oder wer auch immer. Wie kamen wir denn da hin? Wo kommen wir denn da hin? War das von hier? Nee. Oh, ein Äppelchen. Ja, sehr schön. Wie kam man denn da hin? Fängt die komische Musik wieder an. Ja, war ja klar. Ist gut, ist gut. Hier kann man doch auch irgendwie nach oben. Ich weiß aber nicht mehr, wo das war. Scheiße. Oder einfach mit Schmackes von hier aus. Ach man, das ist doch dumm. Ah, Moment. So war's. Na. Ja, ist doch gut. So. Großer Sack. Kommt man von hier aus? Ach, von hier aus? Ach, wie dumm. Mir ist gerade ein bisschen kalt. Obwohl wir eben gerade hier die Heizung... Also was heißt eben gerade? Wir haben die Heizung angemacht hier. Vor, weiß nicht, einer halben Stunde oder so. Aber jetzt ist, ist mir gerade kalt. So. Was mache ich nur? Was? Ich habe ihn gefunden. Oho, da war er also. Danke, ihr habt mich gerettet. Hol den großen Sack. Fertig. Endlich kann's losgehen. Oh wei, ganz gefroren. Das hilft mir echt. Danke. Oh, das ist für euch. Es ist ein Feuerhammer. Wie ihr seht, ist es ein Hammer mit Macht über das Feuer.
ihr diesen Kamin hochklettert und die Leiter nehmt, müsste da ein großer Eisblock sein. Daran könnt ihr den Hammer testen. Aber Vorsicht, es könnte ein großes Eisschwein drin sein. Aha. Ich muss los. Vielleicht bis bald. Du hast gute Augen, Kleiner. Ciao. Er ist einfach weggeflogen. Wer mag er sein? Okay, dann können wir das hier mal abhaken. Beziehungsweise durchstreichen. Und jetzt haben wir den. Ach, hier drin darf ich gar nicht das Ding benutzen. Wir werden jetzt aber noch nicht hochklettern. Ich hätte den Eisklumpen auf dich draufschmeißen müssen. Ach, da kann ich jetzt gar nicht. So, ich muss jetzt erstmal nach links, weil da hatten wir ja was eingefroren. Nach rechts. Tut mir leid. Nein! Welche Richtung, du Idiot? Uiuiui, da war was. Was ist das? Wow! Anemoneneis erhalten. Ich hab nur noch eins Energie. Das ist nicht so geil. Wow! Ja gut, Ende. Muss ich das jetzt alles nochmal machen? Ja, ist gut. Ja. Aber wir haben ja anscheinend unendlich Leben, so wie das aussieht. Und wir haben auch noch unseren Eishammer. Ah, jetzt ist dieser eine Klumpen wieder da. Jetzt kann ich die eine Anemone einfrieren. Ach Mann, ey, dieses Rumgerutsche hier. Stirb, du Ficker. Okay, das hat nicht funktioniert. Gut. Möchtest du, Dankeschön, den nehmen wir mit. So. Ach, das Eisschwein steht schon da. Ah, okay, anscheinend muss man den einfach mehrmals treffen. Okay, zweimal. Oder hätte der noch hier bleiben müssen? Ich glaube nicht. So, jetzt quatschen wir nochmal mit ihmchen. Wow, der ist nützlich. Er hat das Riesenschwein auf einmal geschmolzen. Nein, auf zweimal. Jetzt können wir zur Lifthütte gehen. Gut, dann gehen wir mal da hoch.
Weil ich weiß jetzt nicht, was... Oh, da ist ja noch eins.